Kommunalwahl 2020 am 13. September wählen wir Kölnerinnen und Kölner eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister. Und ich habe die große Ehre, heute bei mir Dagmar Langl zu haben. Sie kandidiert als Oberbürgermeisterkandidatin und vielleicht schafft sie es ja sogar in die Stichwahl am 27. September. Das werden wir gleich mal eruieren, wie das dann so alles aussehen wird sozusagen. Frau Langl, Sie treten an mit einer Initiative, die ist relativ neu. Ich hoffe, dass jetzt Initiative, das werden wir vielleicht auch noch klein, nämlich Wir sind Köln 2020. Also es bezieht sich schon direkt auf den Kommunalwahlkampf, so habe ich das zumindest interpretiert jetzt. Sie waren mal bei den Grünen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben Sie für bedingungsloses Grundeinkommen, BGE, für den Bundestagswahlkampf kandidiert. Jetzt sind Sie für die Initiative da. Wer ist Dagmar Langl? Und dann klären wir, wie das mit der Politik und dem, warum Sie bei den Grünen und dann und so weiter waren. Wer ist Dagmar Langl? Ja, mein Name ist Dagmar Langl. Ich bin 63 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, Oma eines Enkels, ehemalige Verwaltungsangestellte, und ich habe mich halt schon ganz viele Jahre sozial und ehrenamtlich engagiert. Zum Beispiel, ich habe auch mal vor sehr langer Zeit den Ortsverein der Grünen in Porz gegründet, bin dann irgendwann ausgetreten. Ich habe die Repair-Cafés nach Deutschland gebracht. Die waren ja ursprünglich eine Initiative aus Holland, fand ich ganz toll. Habe dann in Porz das erste gegründet. Ich glaube, die Dingfabrik in Nippes hatte dann auch zur gleichen Zeit ein Repair-Café gegründet. Wir streiten uns drum. Naja, jetzt ist es natürlich, in Deutschland sind, glaube ich, 300 oder 400 mittlerweile. Ja. Dann habe ich Lebensmittel gerettet, eine ganze Zeit lang. Und dann bin ich Mitglied bei der Krake. Das heißt, ich laufe bei uns in Porz, da wo ich wohne, durchs Feld und sammle Müll auf. Das mache ich halt immer noch. Habe mich in der Flüchtlingshilfe sehr stark engagiert und habe die Leute auch heute noch Kontakt mit denen, guten Kontakt. Ja, also ich denke mir, ich weiß, was läuft in den verschiedensten Schichten und, in den Gesellschaftsschichten, ja, ich glaube schon. Jetzt von den Grünen über BGE sozusagen zu Wir sind Köln 2020. Wie haben Sie sich gegründet? Also haben Sie sich irgendwo in der Grof am Tresen getroffen, um es mal so ein bisschen banal zu formulieren, und haben gesagt, wir gründen jetzt mal eben eine neue Initiative, oder ist das eine Partei, in der Kommunalwahl anzutreten? Und was sind so ein bisschen so die Ziele? Also ich habe das schon mal ein bisschen nachgeguckt. Sie sagen, Köln soll humaner, sozialer, grüner werden zum Beispiel. Ja. Wie ist das mit Wir sind Köln 2020 passiert? Ja, also es passierte natürlich im Rahmen dieser Corona-Krise, sage ich mal. Es waren ganz viele Leute, mit denen ich so ein bisschen unterwegs war, die waren eigentlich für die von Dr. Schiffmann gegründete Widerstand 2020 Bewegung. Da haben wir uns eigentlich drüber gefunden. Dann wollten wir ursprünglich einen Ortsverein gründen oder einen Ortsverband. Das ging aber nicht, weil die Partei ist ja dann umbenannt worden. Das war ein Riesen hin und her. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir etwas ändern wollen, in dem Sinne, dass wir wirklich sozialer werden und ganz viele Leute einbeziehen, gründen wir diese Wählergemeinschaft Wir sind Köln 2020. Die sind auch aus dem Umland, also es sind nicht nur reine Kölner, sind also auch andere Leute da, die sich da engagieren wollen, einfach um auch die Gesellschaft ein bisschen humaner zu machen und ja, ein bisschen mehr Gerechtigkeit ins politische Geschehen zu bringen. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir verorten in Deutschland immer links, Mitte, rechts sozusagen. Sie haben das gerade schon gesagt, es geht auch ein bisschen um die Corona-Themen. Es ist ein sehr diffuses Feld, das wir da im Moment finden, von ganz links bis auch ultra-rechts teilweise. Ja. Wo sind Sie da verortet? Gar nicht. Also unser Motto ist ja nicht links, nicht rechts, sozial. Und ich möchte mich da überhaupt nicht positionieren. Ich finde diese Positionierung rechts, links mittlerweile wirklich überholt. Und wir haben ja auf unserer Agenda sehr viele soziale Themen einfach auch stehen. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Und das ist völlig unabhängig von den Seiten, in die man die
Parteien oder Parteigründungen gerne schiebt oder, ne, oder auch Leute, die sich halt in irgendeiner Form positionieren, dass man die immer nach rechts oder links schiebt. Also ich finde das mittlerweile überholt. Ja. Warum Oberbürgermeisterkandidatur gleich? Man hätte jetzt sagen können, wir fangen erstmal mit der Initiative an und steigern uns dann so langsam. Aber nee, gleich, es geht gleich ums höchste Amt der Stadt. Ja, warum denn nicht? Also, warum nicht? Also wir fanden, das war eine gute Idee. Ja, einfach mal eine Alternative zu der bisherigen Politik zu bieten. Das war eigentlich der Hintergrund, weil wir dieses immer weiter so einfach nicht mehr ertragen können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mal als OB-Kandidatin und versuchen wirklich eine Alternative für Leute zu bieten, die nicht immer dieses weiter so wählen möchten. Okay. Deswegen auch nicht mehr bei den Grünen? Oder gibt es da noch was, wo Sie ganz, ganz dezidiert sagen würden, auch jetzt in der Kommunalwahl, da gibt es Dinge, wo Sie, das könnten Sie nicht mehr unterstützen gerade aktuell? Nein, da ging es um andere Sachen. Das war Joschka Fischer und dieser Krieg in Ex-Jugoslawien. Und da habe ich gesagt, also die Unterstützung, das Grüne waren eine pazifistische Partei, ja, und auf einmal konnten die wieder Krieg führen. Und da habe ich gesagt, das trage ich nicht mit. Grünen waren damals auch aus der Friedensbewegung mitgegründet, ja, muss man vielleicht für die alle noch erzählen, die damals noch nicht auf der Welt waren. Deswegen sollte man das vielleicht nochmal dazu sagen. Ich gehe aber mal in die Punkte, die Sie sozusagen auch auf Ihrer Seite stehen haben. Da steht Verwaltungsreform. Sie waren selbst lange in der Verwaltung, haben Sie auch gerade gesagt, und Sie sagen, eine Reform von innen sei möglich. Ja. Jetzt ist es so, dass Frau Reker am 6. März den dritten Transparenzbericht vorgestellt hat für sozusagen diese Verwaltungsreform, die sie auch anstrebt. Das war auch etwas, was sie 2015 bei der OB-Kandidatur sozusagen gesagt hat. Sind Sie damit einverstanden schon oder gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das könnte ich besser als Oberbürgermeisterin, um mal so ein bisschen zu verstehen? Oder sagen Sie, das geht ein bisschen so von oben herab? Oder was ist da Kritikpunkte von Ihnen? Also der Kritikpunkt ist eigentlich, dass ich nicht sehe, dass es tatsächlich eine Verwaltungsreform gegeben hat. Ja? Sie ist damit angetreten vor 5 Jahren und jetzt tritt sie wieder damit an. Und ich habe aber bisher reformtechnisch in der Verwaltung nichts gesehen. Also wir haben als Wählergemeinschaft, haben wir natürlich, bis wir gegründet waren und so weiter, hatten wir natürlich mit den verschiedensten Ämtern zu tun und haben da schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. Und da habe ich das geht gar nicht. Ja, also wenn Sie da ans Telefon gehen und Sie haben einen Azubi dran, der keine Ahnung hat, und das ist uns mehrfach passiert, der dann, wo wir dann warten mussten, bis einer da war und so. Ich habe gesagt, das ist ein Unding, ja. Aber ich sehe natürlich auch, dass die Verwaltungsangestellten keine Wahl haben. Ja, es liegt doch immer an den Vorgesetzten, es liegt an den Amtsleitern, die ihr Amt führen sollten. Und ich sehe da keine Führung, ganz ehrlich, und die Leute hängen in der Luft. Und für mich war, als ehemalige Verwaltungsangestellte, war das natürlich unglaublich wichtig, dass ich sage, so, die Leute, die in den Ämtern sitzen, die wissen doch am besten, was da nicht richtig läuft, ne? So, und das würde ich einfach gerne mal mit den einzelnen Ämtern und den Angestellten, die da arbeiten, eruieren und einfach sagen, so, Leute, was könnte bei euch besser laufen? Die wissen das. Die wissen, was besser laufen kann. Jetzt ist ja Sie fordern auch mehr Personal in der Verwaltung. Ja. In den letzten Jahren ist viel Personal aufgestockt worden, muss man jetzt auch nicht der Fairness halber dazu sagen. man muss auch sagen, dieser Transparenzbericht hat 320 Seiten. Ich bin offen und ehrlich, ich habe die 320 Seiten nicht gelesen. Ich auch nicht. Also Frau Reker sagt ja auch, dass sie sozusagen in einem Prozess ist, der noch andauert. Deswegen will sie ja auch die zweite Amtszeit sozusagen. Aber Sie sagen auch, dieser Weg ist nicht der richtige. Nein, glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich habe von der Verwaltungsreform bisher nichts Großes mitbekommen. Ich habe auch natürlich noch weiterhin Kontakt zu Kollegen und Freunden und so, ne? In der Verwaltung, die merken auch nichts. Also von daher, man kann Papier ist geduldig. Digitalisierung,
dass man jetzt eben Online-Anträge stellen kann. Das würden Sie aber nicht als Verwaltungsreform durchgehen lassen. Nein, also ich finde zum Beispiel in den Bauämtern, man muss ja, also das ist ja ein ewiges Thema im Bauamt, ne, dass die Leute da warten und warten und dass keine Entscheidungen getroffen werden, aus welchen Gründen auch immer, das sei dahingestellt. Ja. Aber es gibt natürlich Städte, ne, die das völlig anders regeln, ne, wo man einen Bauantrag stellt und die Leute das quasi schon fertig haben und sagen, okay, das haben wir schon geprüft, das und das geht und dann kriegen die Baugenehmigungen relativ schnell. Und ich frage mich, warum das hier in Köln nicht gehen soll. Ne? Ist schwierig mit dem Bauamt, das ist richtig. Menschen warten jahrelang auf Baugenehmigungen oder auch auf andere Anfragen, werden einfach nicht beantwortet. Ja. Das ist äußerst schwierig, das sehen wir, glaube ich, alle so. Ja. Das ist, glaube ich, auch. Sie sagen aber auch Amtsleiter nicht nach Parteibuch, sondern nach Qualifikation. Jetzt bin ich ein bisschen provokant, weil provozieren gehört, finde ich, immer ein bisschen dazu auch. Ja. Also ein bisschen das Sparring sozusagen auch. Ja. Müssten Sie nicht auch Ihre Mitstreiter versorgen, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, dann vielleicht mit so einem netten Grünflächenamt oder so? Nein, mein Glück ist, dass ich parteilich völlig ungebunden bin und überhaupt nicht. In Köln 2020 gibt ja auch einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ja, aber die möchten... Wären nicht auch gerne so eine Amtsleiterstelle? Nein, überhaupt nicht. Käme auch für mich nicht in Frage, ganz ehrlich. Ja, ich würde mich extrem bemühen, niemandem in irgendeiner Form verbunden zu sein, dass ich ihm einen Gefallen schulde. Wie das ja leider schon mal durchklingt, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Presse oder so. Ne? Das ist mein Thema, wo ich sage, ich möchte unabhängig bleiben. Ich möchte niemandem irgendetwas schuldig sein. Okay. Sie wollen aber auch höhere Gehälter. Jetzt waren Sie selbst Verwaltungsangestellte. Es gibt den TVÖD. Der auch für die Stadt Köln gilt, würden Sie den dann das ist auch eine provokante Frage, würden Sie den dann aushebeln oder wie geht man damit um? Weil in der Regel haben wir ja eben, sind wir tariflich gebunden, würden Sie da rausgehen oder würden Sie sagen, Sie würden sich dann beim Städtetag zum Beispiel einsetzen, dass in Zukunft die Gehälter beim TVÖD angehoben werden? Also es ist ja so, es ist von Stadt zu Stadt verschieden, wie es, also ich kenne das jetzt zum Beispiel aus Troisdorf, wo die Gehälter so niedrig sind in der Verwaltung, dass da keiner mehr arbeiten möchte, ja. Oder man hat halt Leute, die keine gelernten Verwaltungsangestellten sind, sondern angelernte Leute, ja, die im Grunde genommen, ja, ein bisschen von allem wissen, aber nichts richtig. So, und wenn man gute Leute haben will, in jedem Bereich, dann muss man bereit sein, dafür zu zahlen, ja. Wie das im Einzelnen ist, ob ich aus diesem Tarif raus muss oder ob ich mich beim Städtetag tatsächlich dafür einsetze, dass die Gehälter angehoben werden, das wäre zu überlegen. Ich hätte nicht Angst, dass die Gewerkschaften dann kommen und sagen, also so geht das nicht, Frau Langel hier, TVÖD und so, tarifgebunden. Naja, also zu Gewerkschaften habe ich auch so meine eigene Meinung und die möchte ich jetzt aber nicht kundtun. Also ich wünsche mir tatsächlich kritischere Gewerkschaften. Tatsächlich. Ja. Okay. Und nicht unkritisch und wir nicken alles ab. Also das hätte ich nicht gerne. Okay. Auch in den Personalräten wahrscheinlich mehr Rückgrat. Ja, ich habe selber damals als Verwaltungsangestellte in den Personalräten, als ich dann irgendwann ausgeschieden bin wegen Krankheit, da hätte ich mir deutlich mehr Unterstützung gewünscht, die ich aber nicht bekommen habe. Und ich glaube nicht, dass es besser geworden ist. Gut. Anderes Themenfeld. Von der Verwaltungsreform mal weg. Das war sehr speziell, glaube ich. Verwaltung ist so für viele Menschen irgendwie, gerade mal, wenn man das Auto an- und abmelden muss, kann man im Moment auch nicht in Köln. Ist auch ein Riesenproblem, die Autohändler auch gerade gesagt. Aber gehen wir mal auf den Themenbereich, der auch groß ist bei Ihnen, zumindest Gesundheits- und Soziales. Sie wollen soziale Hilfsprojekte erweitern. Da wäre meine Frage, wollen Sie die bestehenden stärken, weil wir haben in der Stadt viele Hilfsprojekte, oder wollen Sie einfach neue dazu? Das war mir nicht so richtig klar von Anfang an. Also eigentlich wäre mein großes Anliegen, dass man solche Sozialzentren wirklich in die einzelnen Stadtteile reinsetzt, sodass die Leute eine direkte Ansprache haben. Nicht, dass die sich irgendwo am Bezirksrathaus anmelden oder dass man zur Kirche gehen muss oder. Weil ich finde, Köln besteht ja nicht nur aus gut situierten Bürgern. Ja? Es gibt ja auch Probleme. Nur es nutzt nichts, diese Probleme immer nach hinten zu stellen. Man muss das endlich angehen. Mhm. Und das könnte man durch Sozialzentren machen,
ja, in denen dann wirklich Fachkräfte sitzen, die angesprochen werden können, und zwar direkt. Ja. Ich würde zum Beispiel auch deutlich mehr Leute ins Jugendamt oder ins Sozialamt setzen, weil also teilweise haben die Jugendämter, jetzt lassen Sie mich nicht lügen und kreuzigen Sie mich nicht, 80 Fälle pro Sachbearbeiter. Wer soll das noch in irgendeiner Form adäquat bearbeiten? Das geht nicht. Ja. Und die Probleme werden ja nicht weniger, die werden ja mehr. Und man muss endlich mal dafür Geld ausgeben. Also so, ich versuche das mal mit meinen Worten jetzt zu sagen, so eine Art Lotsen sozusagen für Menschen, die, sagen wir mal, Fragen haben im Sozialen oder in welchen Fällen auch immer oder zur Rente oder keine Ahnung. Also nicht mehr Tausende von Ämtern, sondern so ein Sozialkümmerer, wo ich dann sozusagen im Port hingehen könnte und sagen könnte, pass mal auf, ich habe das und das Problem, wie mache ich das eigentlich? Ja, also so wie der Unternehmensservice das zum Beispiel angedacht auch für Unternehmen anbietet. Ich meine es eigentlich noch spezieller, also speziell für dysfunktionale Familien, dass die tatsächlich einen Ansprechpartner und zwar sofort haben. Ja, also wenn Frauen, Kinder, Männer, wenn es da Gewalt gibt, wenn sie nicht mehr aus noch ein wissen, so dass man da jemanden hat, wo man sofort hingehen kann und um Hilfe bitten kann. Das halte ich für ganz wichtig. Okay. Deswegen wollte ich mal wissen, einfach um es noch mal ein bisschen konkreter zu kriegen. Weil auch, Sie fordern auch mehr Streetwork. Jetzt gab es 2017, haben wir auch darüber berichtet, der Stadtanzeiger, alle haben darüber berichtet, gab es mehr Stellen für, es gibt Streetwork Points seit 2017, es gibt für jeden Stadtbezirk 2 Streetworker. Das reicht Ihnen aber noch nicht. Die Stadt hat dann auch noch mal von einem externen Dienstleister für den Brüsseler Platz Streetworker eingestellt. Also das reicht Ihnen noch nicht, sagen, das ist noch nicht ausreichend für Köln. Was wären so Vorstellungen, die Sie damit verbinden würden? Also ich würde mich gerne tatsächlich mit den Vereinen, die bisher jetzt da sitzen, ja, und Gutes tun oder sich sozial engagieren, würde ich mich tatsächlich gerne mal hinsetzen und das mal so von eins zu eins mal hören. Also wenn Sie überlegen, dass Porz über 100.000 Einwohner hat, ne, und dann gibt es 2 Streetworker, das sagt einem schon die Logik, dass das irgendwie trotzdem zu wenig ist. Also 2 bei 100.000. Aber nicht alle 100.000 Porzer, müssen wir auch sagen. Nein, Sie nein, sind nein. ja selber aus Porz, ja. Sie brauchen auch keinen Streetworker. Also nicht alle brauchen nein, einen aber, Streetworker. Nein, ne? Ja, aber muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Ne? Aber trotzdem, 2 sind ein bisschen wenig. Sind zu wenig, ja. sozusagen. Ja. Okay. Mehr Frauenhäuser, ich glaube, da treffen Sie auf offene Ohren. Es gibt jetzt ein drittes Frauenhaus, das in der letzten Wahlperiode beschlossen worden. Auch aus dem Rat, Frauen sagen, wir brauchen mindestens ein viertes noch. Ja. Wie viel brauchen wir wirklich? Also ich würde 5 oder sogar 6 sagen, weil ich weiß, dass die Frauenhäuser total überlaufen sind, gerade in der jetzigen Situation, wo keiner diesem Ganzen, also dieser Gewalt oder so entgehen kann, sondern der relativ ausgeliefert ist. Ja, und viele Frauen, Kinder sind in Not und eine reiche Stadt wie Köln, die muss sich das wirklich leisten können, dass sie sagt, wir haben genug Frauenhäuser, wo Frauen und Kinder Zuflucht finden. Okay. Super, dann habe ich noch was, mehr Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose. Jetzt zitiere ich von der Stadt Köln-Seite. Die Stadt Köln schreibt auf ihrer Seite, wenn Sie obdachlos sind oder Ihnen diese droht, stellen wir Ihnen sofort eine Unterkunft zur Verfügung. Dann habe ich mich gefragt, also da sehe ich eine Diskrepanz. Also die Stadt Köln sagt, sie macht das sofort, die Wohnungsversorgung der Stadt Köln auch. Und Sie sagen, nee, man braucht mehr. Wir wissen, das muss man jetzt der Fairness halber auch sagen, die Unterkünfte sind in teilweise erschreckendem Zustand. Das kriegen wir auch gespiegelt von Obdachlosen. Die sagen, ich will da gar nicht rein, weil das so furchtbar ist. Da fühle ich mich nicht sicher, nicht wohl, wie auch immer. Ja. So, also macht die Stadt Köln das gar nicht? Oder was ist, oder brauchen wir bessere Unterkünfte für Obdachlose? Also es gibt, ja, wie Sie schon sagen, es gibt ein paar Unterkünfte und dann gibt es, die sind halt, werden nicht gerne genommen. Unter anderem liegt es auch daran, dass viele obdachlose Menschen ja Hunde haben, Tiere haben und die können sie nicht mit in die Unterkünfte zum Beispiel nehmen. Ne? Dann wird in den Unterkünften, so wie es mir gespiegelt wird, unheimlich viel geklaut. So, ne? Also da müsste man dann einfach ein anderes Konzept haben. Ja, wo man einfach sagt, okay, es gibt ein Zimmer, du kannst den Hund mitnehmen, es gibt Spinde, die zu verschließen sind, sodass du auch rausgehen kannst oder nachts ruhig schlafen kannst, whatever. Ja, meinetwegen, wie so ein Hotel ist. Es gibt ja diese obdachlosen Hotels, die gibt es ja schon als
als Test, ich glaube in Hamburg, ich weiß es gar nicht genau, dass, da hat eine Initiative das gemacht. Ja. Ich finde, man muss mehr, man muss offener sein. Also ich meine, Köln wohnungstechnisch ist die absolute Katastrophe. So, jetzt finden schon ganz normale Leute mit Wohnberechtigungsschein oder ohne Wohnberechtigung, finden keine Wohnungen. Jetzt frage ich mich, wo nimmt die Stadt Köln denn bisher die Unterkünfte oder die Wohnungen für die Obdachlosen her? Ja, also ich kenne das, dass Obdachlosen da in der Annostraße kenne ich, dann hinten am in der Südstadt ist ja noch eins, wie heißt die, Vorgebirgsstraße, da ist ja auch ein Obdachlosenheim und so weiter. Aber es sind katastrophale Zustände einfach. Jetzt gibt's auch noch eins. Ich habe mal noch eine Frage, da würde ich gerne einhaken. Ja. Es gibt ja im Moment das Projekt in der Marktstraße, das war mal eine Besetzung. Mhm. Dann wollte Oberbürgermeisterin Reker und ihr Liegenschaftsamt das räumen lassen, mehrfach. Das nennt sich OMZ, also Obdachlose mit Zukunft sozusagen, als Selbsthilfeprojekt. Ist das das, was, finde ich super. Ist das, was Sie unterstützen ja, würden? Ja, absolut. Also ich finde es gut. Also man muss den Leuten doch eine Chance geben, etwas umzusetzen. Man spricht obdachlosen Menschen einfach Eigenverantwortung ab. Aber es gibt ja auch keine Möglichkeiten. Also wenn man ihnen keine Möglichkeiten eröffnet oder im Gegenteil die Möglichkeiten, die sie sich erarbeiten, dann dagegen spricht oder es schließen will, das ist doch für mich eine Katastrophe. Das kann doch nicht sein. Ja, im Gegenteil, ich würde solche Sachen fördern. Wie viel Wohnraum gibt es in Köln, der leer steht? Ja? Okay, gesundheitliche Vorsorge, da sind Menschen unterversichert, sagen Sie. Fehlte mir jetzt so ein bisschen der kommunale Ansatz sofort für die Kommunalwahl. Deswegen meine Frage, wenn Sie Oberbürgermeisterin von Köln wären, wäre das was Sie sozusagen ans Land, an den Gesetzgeber und an den Bund antragen würden, um da Verbesserungen zu erreichen? Also wäre das dann eine Aufgabe, wo eine Oberbürgermeisterin lange sozusagen sagen würde, wir gehen ein Stückchen weiter? Also eigentlich ist es ja so, es gibt ja diese mobilen Ärzte, die ehrenamtlich Leute betreuen und so heilen. Und also ich würde das zunächst mal, würde ich das fördern und vermehrt Leute auffordern, das zu tun. Weil das kann man kommunal regeln, also man, ne, je öfter man kommt, umso gesünder werden die Leute. Wenn sie natürlich auch noch eine Wohnung oder eine Unterkunft haben, ist es ja noch wieder was anderes. Also das eine baut ja auf dem anderen auf. Ja? Also eins ohne das andere ist ein bisschen schwierig, ließe sich machen, aber ich finde, man sollte so einen Plan haben für das, was man macht. Ja? Okay. Druckräume. Ist auch ein Thema, wo Sie sagen, das ist ein Problem. Das ist eigentlich durch das Betäubungsmittelgesetz geregelt auch. Das ist bundesweit jetzt geregelt. Verordnung Betrieb von Drogenkonsumräumen. Das Land Nordrhein-Westfalen sagt auch, das muss eigentlich auch eine Stadt wie Köln machen. Wir haben einen Platz am SKM mit drei Plätzen, soweit ich weiß. Wir haben Schwierigkeiten am Heumarkt, weil die Stadt dort keine Räume gefunden hat zunächst. Jetzt gibt es eine mobile Station St. Peter, Josef-Haubrich-Hof. Und der Lungengasse, es gibt einen zweiten im Rechtsrheinischen. Ist das noch nicht ausreichend oder reagiert die Stadt da zu langsam? Also sagen wir mal so, wenn es ausreichend wäre, hätten wir das Problem mit dem Dealen und der öffentlichen Drückerei nicht am Ebertplatz. Dann hätten wir es nicht am Neumarkt, wo es ja auch eine Katastrophe ist, weil sobald ich da irgendwie lang gehe, sehe ich da die Leute in Massen stehen, die sich gegenseitig verkaufen, die auch teilweise drücken. Und offensichtlich reicht das nicht. Ja? Und das Konzept ist vielleicht auch kein richtiges Konzept. Also ich würde mich da auch gerne mal mit den Leuten unterhalten, die tatsächlich diese Initiativen bereits begleiten. Das sind Leute, die Ahnung haben. Die kann ich fragen. Ich kann doch nicht immer alles von oben herab, weil ich meine, dass ich weiß, wie es geht. Also ich finde immer so das Einbeziehen, wenn es irgendwie geht von Initiativen, finde ich immer sehr wichtig. Geben Sie mal eine Chance einzuhaken. Wir wissen, also es gab einen Raum, der hat die Stadt Köln angemietet mit einem privaten Vermieter. Das wissen wir ja. Das ist dann gescheitert, weil die Nachbarschaft sich aufgeregt hat. Das war ein Problem. Herr Dr. Rau als Sozialdezernent setzt sich da schon sehr stark für ein. Das muss man eben auch wirklich
lassen. Also es ist nicht so, dass er das schleifen lassen würde, sondern er hat das versucht mit allen Mitteln. Und dann hat der private Vermieter, weil er Druck von der Nachbarschaft bekommen hat, sozusagen gesagt, nee, dann ziehe ich mich jetzt zurück, jetzt müssen wir warten, bis es dann am Josef-Haubrich-Hof weitergeht und so weiter. Ist das was, wo Sie sagen würden als Oberbürgermeisterin? Das würde ich dann auch versuchen, gemeinsam mit dem, der die Sozialdezernentin zu lösen, da hinzugehen und zu sprechen. Absolut. Um auch Menschen zu sensibilisieren, dass es sich bei Drogenabhängigen eigentlich um Menschen handelt, die eine Erkrankung haben und denen man helfen muss. Ja, aber vielleicht ist es ja auch möglich, dass man eben nicht bei einem privaten Vermieter mietet, sondern dass man sagt, wir haben ein städtisches Gebäude. Ja, ich kenne jetzt nicht alle Liegenschaften. Das sind jetzt nicht alles, genau, das sind jetzt nicht alles, aber das eins reicht wahrscheinlich nicht. Ja, so dass man sagt, dass man das vielleicht in öffentlichen Gebäuden macht. Bildung und Erziehung, Kita-Plätze. Die Statis sagt, wir haben eine Betreuungsquote von 22,87% in 2020 unter Dreijährige, weil da hapert es, glaube ich, am meisten. Kindergarten ist dann wieder eher geregelt. Wir haben 7.759 Plätze in Köln. Nach Angaben der Linken fehlen 7.000 Plätze. Auch ein Thema, Herzensthema von Oberbürgermeisterin Langel. Ja, also ich wohne ja in einem Bereich, wo viele Leute kleine Kinder haben klein oder Babys, ja, und wenn sie einen Job haben, müssen sie natürlich in irgendeiner Form das Kind unterbringen. Die Quote ist nicht erfüllt. Und mein Anliegen ist, diese Quote zu erfüllen, egal wie viel das sind. Also ich meine, Köln möchte ja wachsen, möchte sich ja als kinderfreundlich darstellen, dann muss aber auch was da sein, wo die Eltern mit ihren Kindern hin können dann, wenn das Elterngeld ausgelaufen ist oder so. Und deshalb bin ich auch dafür, dass diese Öffnungszeiten flexibel sind. Ja? Also ich kenne das ja von mir, ja, da mit meinen zwei Kindern, die sind zwar lang auseinander, sind 12 Jahre auseinander, aber trotzdem hatte ich immer totale Probleme, wo kann ich die Kinder unterbringen? Ich konnte teilweise meinem Job gar nicht in Ruhe folgen, ja, weil das Kind irgendwas gemacht hat, dann wurde ich angerufen, dann musste ich meinen Job verlassen, dann musste ich gucken, wo ist das Kind und, ja. Musste dann um 3 oder halb 4 jemanden finden, der das Kind abholt, ja, damit ich meine 8 Stunden vollkriegte und so weiter. Und das ist eine Katastrophe, das hat sich bis heute nicht verändert. Und ich finde, das wäre zum Beispiel mal wichtig. Alles klar, kostenloses Schulessen. Jetzt darf ich auch ein paar Nachfragen, wie bei vielen Dingen. Berechtigte Kinder bis 25 nach SGB II haben kostenloses Schulessen in Köln. Auch Geringverdiener können Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben. Das ist nicht immer so eine spannende soziale Frage. Natürlich kann man sagen, nach dem Grundgesetz, alle müssen dann kostenloses Schulessen haben. Aber und eben nicht nur Menschen, die in einer prekären wirtschaftlichen Situation leben sozusagen. Also kostenloses Schulessen für alle, weil Reiche auch dann nichts mehr dafür bezahlen sollten. Oder da war ich so ein bisschen, das habe ich nicht so ganz verstanden. So, Sie verstehen, wo ich ein bisschen hin war. Ja, da war für mich so dieser ich. Soziale Gedanke. Ja, aber finde ich jetzt so beim Schulessen, fände ich das ein bisschen sehr merkwürdig. Okay. Also wenn man dann sagen würde, ja du nicht, dann, das möchte ich nicht. Ja? Sondern jedes Kind, was hier zur Schule geht, sollte ein gesundes, kostenloses Schulessen bekommen. Das kann man in England machen, das kann man in Frankreich machen, das könnte man hier auch. Da fehlt der Wille. So sieht's aus in meinen Augen. Okay, es gibt diesen wunderbaren Film von Michael Moore, muss man vielleicht mal empfehlen, kann man auf YouTube mal gucken. Da vergleicht er nämlich amerikanisches Schulessen mit französischem Schulessen. Ja. Und deshalb sage ich ja extra gesundes Schulessen. Ja, deswegen habe ich das gesagt, in einer sozial nicht wirklich Elite-Gegend sozusagen, sondern auch, wo Menschen in prekären Verhältnissen sind. Das ist ein wunderbarer Film. Einfach Michael Moore, Schulessen auf YouTube eingeben. Also es gab mal vor ein paar Jahren, hat Jamie Oliver in England, hat dann mal tatsächlich ein Projekt gestartet und hat den Leuten in den Schulkantinen gezeigt, wie man gesundes Essen in der gleichen Zeit herstellen kann, wie man ungesundes Essen herstellt. Ja? Das war ein großer Erfolg. Die Frauen waren auch sehr glücklich oder auch die Männer waren sehr glücklich, dass sie das gezeigt bekommen haben. Bei Michael Moore trinken die französischen Kinder keine Coca-Cola, sondern lieben ihr Wasser. Das muss man das finde ich auch sehr viel besser. Total spannend. Ja. Finanzen ist ja auch ein Thema für die Oberbürgermeisterin sozusagen. Die Oberbürgermeisterin bringt gemeinsam mit der Kämmerin den Haushalt ein, den dann der Rat bzw. die Politik im Rat natürlich dann auch entscheidet. Der Kölner Haushalt hat über 5 Milliarden Euro. Trauen Sie sich das zu? Ich hoffe, dass ich das mit fachkundiger Hilfe
hinkriege. Ich bin Hausfrau gewesen. Ich habe immer, immer für mich selber gesorgt. Ja? Ich glaube, dass ein Mensch, der mit Geld sowieso schon umgehen kann, ja, diesen Haushalt durchaus bewältigen kann. Mit Hilfe von Fachleuten, selbstverständlich. Das ist schon eine Menge, ne? Das ist mehr als das Saarland. Also es ist 5 Milliarden Euro, ja, ist eine Hausnummer. Ordentlich was. Da müsste doch sehr viel mehr für soziale Projekte abfallen. Also die wollten mehr für soziale Projekte, ja, sozusagen. Mhm. So, dann sagen Sie, Sie wollen eine Stelle für Fördergelder vom Bund Land einführen. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil eigentlich macht die Stadt das schon. Also wenn sie wieder Bauprojekte hat oder irgendwas, sucht sie eigentlich immer. Gibt es da irgendein Beispiel, wo Sie sagen, da hat die Stadt das versäumt? Also ich denke mir, also ich weiß es jetzt nicht konkret. Tatsächlich, das muss ich wirklich zugeben. Aber ich weiß, dass einige Sachen versäumt werden, weil diejenigen, die es eigentlich machen sollen, es nicht gemacht haben. So. Und ich wäre dafür, dass man eine feste Stelle wirklich einsetzt, ein, zwei Leute, die sich nur um das kümmern und nicht noch tausend andere Dinge haben, die wirklich das abgucken, was gibt es im Land, was gibt es im Bund, was gibt es in der EU, so dass man mehr Gelder generieren kann. Ja. Okay. Dann wollen Sie gesetzliche vorgenommene Gewinnabführung der Sparkasse an die Stadt. Das finde ich jetzt auch spannend. Wie viel Geld wollen Sie von der Sparkasse? Ja, es ist ja so, eigentlich ist es so, dass die Sparkassen ja Kassen der Städte sind. Ne? Und die müssen, laut Gesetz, müssen die jährlich einen Teil ihrer Gewinne abführen. Passiert aber nicht. Ja? Der Einzige, soweit ich weiß, der es durchgesetzt hat, war der jetzige OB der Stadt Düsseldorf, der tatsächlich gesagt hat, so ein Teil der Gewinne, ich weiß jetzt nicht, wie viel das tatsächlich sind, muss abgeführt werden. Es ist bisher ist es so, dass es nicht abgeführt wird, sondern dass die Kassen sagen, ja, wir bauen mal hier einen Kindergarten oder wir machen mal da ein soziales Projekt und dafür führen wir das Geld, was wir eigentlich an die Stadt abgeben müssen, nicht ab. So, ich habe davon gehört. Ja? Okay. So, und das möchte ich tatsächlich ändern, weil Das klingt wie so ein Vorwurf, deswegen wollte ich das wissen. Nein. Also das ist so in ganz vielen Städten ist das so hier in Deutschland, dass die Stadtsparkassen abführen müssen, es nicht tun. Der Einzige, wie gesagt, der es gemacht hat, ist der OB in Düsseldorf. Okay. Dann bei Kultur, Förderung kleiner kultureller Einrichtungen. Die Comedia kriegt jetzt 1,4 Millionen Euro, um ein Kinder- und Jugendkulturzentrum aufzubauen, sowohl vom Land, der Stadt. Die Stadt gibt mehr Geld als das Land dazu, nämlich 900.000, 500.000 die Stadt. Wir haben 3 Millionen Notfallfonds für die freie Szene jetzt in Corona-Zeiten gehabt. Auch die Töpfe für die freie Szene sind erhöht worden. Was meinen Sie mit der Forderung, dass man noch mehr kleine kulturelle Einrichtungen fördert? Also da den Das Topf ist zu wenig Geld. Das ist zu wenig Geld. Also einer unserer Mitstreiter hat ein kulturelles Zentrum in Deutz. Ja? Und der steht ja in ständigem Kontakt zu Gastwirten, zu anderen Kulturschaffenden und so weiter. Der sagt, das reicht nicht, das Geld ist weg. Ja? Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Da kann man ja schön schreiben, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Tatsächlich muss man es ja in Relation setzen, wie viele Leute haben es bekommen. Ja, das Geld, was die Stadt ausgegeben hat. Ganze 40 Institutionen haben im letzten Topf Geld bekommen. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber dieses Geld, was die Stadt Köln ausgegeben hat, konnte man ganze 14 Tage beantragen. Und es wurde auch gar nicht groß ausgeschrieben. Also ganz viele Leute, die jetzt aus diesem, womit sich ja jetzt gebrüstet wird, wir haben 7 Millionen ausgegeben, das haben ganze 40 Institutionen bekommen und der Rest hat gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und 14 Tage etwas beantragen ist ja auch schon ein starkes Stück. Also, okay. Ne? Dann wollen Sie einen Bürgerrat. Was soll der machen? Sitzt der daneben im Stadtrat und trifft dann eigene Entscheidungen? Wie ist das vorgesehen? Naja, also ich finde es ganz interessant, was es in einigen skandinavischen Städten so läuft, ja, oder auch in den Ländern insgesamt. Es gibt Bürgerräte, die für eine Region
oder für eine Stadt zuständig sind, die aus dieser Stadt tatsächlich kommen, die bekannt sind, ja, und wo die Bürger tatsächlich hingehen können, weil sie die Leute kennen und sagen, wir haben das und das Problem, ne, könnt ihr euch darum kümmern. Also vom Kleinen, das wird dann ans Große weitergegeben. Aber ich finde, man braucht direkte Ansprechpartner, die man kennt, ja, und wo man, wo die auch sagen können, ja, wir geben das weiter oder wir können es, wenn wir ein Budget haben, unter Umständen ja sogar schon selber klären. Ja, also das fände ich eine ganz tolle Idee. Das okay. ist in Skandinavien, läuft das sehr gut. Okay, Sie wollen transparente Entscheidungsfindung, da habe ich auch so ein bisschen so eine Nachfrage. Es gibt ein Ratsinformationssystem bis runter in jeden Ausschuss. Klar, der nicht öffentliche Teil bleibt nicht öffentlich, das ist eigentlich in der letzten Wahlperiode komplett umgesetzt worden. Es gibt einen Rats-Livestream, wo man noch die Ratssitzung angucken kann. Dauert manchmal ein bisschen, von 14.30 Uhr bis 2 Uhr morgens manchmal. Das gab es auch in der letzten Zeit weniger oft. Ja. Wo fehlt Ihnen da die Transparenz? Also wollen Sie auch einen Livestream aus der Fraktionsvorsitzenden-Sitzung mit der Oberbürgermeisterin Nein, so also möchte das ich war das. So die, deswegen frage ich mal so ein bisschen Nee. Also es geht mir eigentlich darum, dass die Entscheidungen dem Bürger besser mitgeteilt werden, ja. Also das läuft irgendwie, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, welche Möglichkeit sie haben, ja, und aus dem Grunde wird das auch nicht abgerufen. Also muss ich das doch so den Leuten schmackhaft machen oder ich muss denen erklären, um was es geht, ja, meinetwegen, indem man Anzeigen in der Zeitung schaltet oder indem man diese Werbetafel nutzt und sagt, es gibt das und das oder ihr könntet dieses und jenes so machen. Also, dass man es mal auf einem etwas niedrigeren Niveau, einem bürgernäheren Niveau macht, damit auch wirklich jeder Bürger, der interessiert ist, vielleicht sogar diejenigen, die bis jetzt noch nicht interessiert waren, weil sie das Gefühl haben, die machen sowieso, was sie wollen, ja, dass man das den Leuten transparent beibringt und sagt, es gibt das und das, es gibt das und das, ja, und es nicht, ja, es steht auf unserer Seite. Ja, mal, wer guckt denn schon auf der Stadt Köln-Seite? Es sei denn, er will sein Auto ummelden, ja, oder er will halt Informationen zu den Ämtern haben. Aber die Abläufe sind ja eigentlich relativ intransparent. Und ich fände das halt gut, wenn das öffentlich. Es gab früher mal, können Sie sich bestimmt daran erinnern, es gab die Sendung Der siebte Sinn. Ja, ja? Die Autosendung. Genau, das finde ich super. Sowas könnte man doch zum Beispiel machen, dass man sagt, wussten Sie schon? Oder bei dem und dem können Sie das und das machen oder da und da wird drüber entschieden. So, dann bringt man es doch den Leuten direkt bei. Finde ich super. Das ist doch Demokratie. Okay, die Stadt würde wahrscheinlich jetzt sagen, wir posten 50 Pressemitteilungen mit allem auf die Seite und lies kein Mensch. Jeden Tag. Mhm. So, also ja, das wäre ne? sozusagen, okay, da sind Sie für mehr Transparenz. Jetzt haben wir das verstanden. Sie wollen einen kostenlosen ÖPV und bessere Anbindung an die Außenbezirke. Die Linie 7 wird jetzt doch endlich geplant. Planfeststellungsverfahren geht Wie los. Lange dauert das? Sind ungefähr Sie 40 Jahre. Glücklich darüber? Ja, grundsätzlich fände ich das. Ja, waren es ja schon 40 Jahre, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt auch ja, ich sage es jetzt auch so flapsig, aber ich glaube, dass ich komme aus Porz. Deswegen sage ich, also ich weiß es nicht, aber es dauert lange, das wissen wir. Ja. Nee, also grundsätzlich, ich meine, ich wohne ja in Porz-Elsdorf. Das ist hier wirklich Dorf. Ne? Da fährt der Bus alle halbe Stunde, ne? Und abends um 9 fährt kein Bus mehr. Und wenn ich die öffentlichen nutze und komme... Sie können nicht mehr in die Disco gehen sozusagen. Genau. Ich kann kein Vergnügen mehr haben, weil irgendwann stehe ich an der S-Bahn, es regnet oder es schneit, kein Taxi weit und breit. Ja. Sie können dichten, ne? Kein Bus. Kein Bus mehr, nichts dann mehr. Verreimte Ratssitzungen. So ist das. Lange, wäre auch nicht schlecht, oder? Da würden vielleicht doch mehr Leute zuhören, oder? Man weiß es. Ja, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist natürlich eine Katastrophe. Auch meinetwegen, ich habe früher mal eine Zeit lang dann so ab 1 Uhr nachts habe ich dann an der 7 gestanden und dann läuft da immer durch, kommt in einer halben Stunde, dann stehst du da, auf einmal kommt in einer Stunde. Also das sind doch, also wenn ich doch die Fahrzeuge aus der Stadt raushalten will und wenn ich will, dass die Stadt tatsächlich belebt ist, ja, dann muss ich doch auch den Leuten im Außenbezirk die Möglichkeit geben, jederzeit nach Hause zu kommen, das Auto stehen zu lassen und wieder zurückzukommen. Ich verstehe das nicht, dass das bis heute nicht möglich ist. Überall, fahren Sie mal nach Berlin, da kommen Sie überall mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, mit Bussen hin. Das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, warum das hier in Köln nicht so ist.
Ich weiß es auch nicht. Wir werden es klären. Wir werden abwarten. Wir werden es klären, wenn Sie ja. Oberbürgermeisterin ja. Sein sollten. Am 13. September haben die Kölnerinnen und Kölner die Wahl. Dagmar Lange von Wir sind Köln 2020, eine von 13 Bewerberinnen um das Amt der Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns Gerne. Waren. Und, danke für die Einladung. Wir gucken mal am 13. September, wie es ausgegangen und hoffen ist. Das Beste. Das sagen Sie jetzt, das ja. werden wir so nie sagen, weil wir neutral ja. sind. Herzlichen ja. Dank, dass Sie bei uns waren und spannenden Wahlkampf noch. Ja, danke schön.